Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. So, wir müssen hier unser Gebäude noch weiter bauen. Da fällt mir ein, ich habe ja immer noch nicht diesen komischen Zaun gefunden. Eigentlich müsste der hier dabei sein. Da ist er doch, ich bin manchmal eine hohle Nuss. Machen wir erstmal so. Add. Augen auf beim Gucken. Hä? Hat sich da der Filter wieder abgestellt? So, jetzt kann man vernünftig platzieren. Klong. Hoppla. Hier machen wir jetzt mal das Angel Snap rein. Dass ich den auch vernünftig drehe. So, passt hervorragend. So, damit wäre der auch da. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da noch drauf bauen. Decorations. Deko ist natürlich Pflicht. Achso, eine kleine Lampe. Falsches Gebäude. Was wir hier schön hinmachen können. Auf der Rückseite von dem Ding, da passt das ganz gut hin. Eine Klimaanlage. So. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich doch eher ein bisschen Scenery. Chief Beef jetzt nicht. Aber hier jetzt so. Das könnten wir eigentlich schön da. Ist wohl nichts, was man über die Tür hängt. Das macht jetzt aber erst einmal nichts.
würde ja ganz gern da genau sowas hier auf die Terrasse stellen. Einmal. Dann. Oh, schade. Da kann man die Blue-Farben nicht ändern. Hatte ich gedacht, das ginge vielleicht. So, hier stellen wir so einen Tonkrug hin. Da auch einen. Ups, nee, das ist ein bisschen groß. Da könnten wir mal schauen. Der dreht in die falsche Richtung. Zumindest. Jetzt kann man was trinken, kurzen Moment. Zumindest wenn es einen Blumentopf darstellen, also ein hier fürs Fenster genau darstellen soll. So, und tiefer. Plum. Genau so. Da könnte ich jetzt die Farben sogar ändern, sehe ich gerade. Das ist dann eine Option für die obere Etage. So. Da müssen wir erstmal hoch. Da können wir aber jetzt gerade mal. Ach so, die Farben ändern sich. Ja, das kann ja eigentlich so braun bleiben. Jetzt muss ich nur das richtige Braun noch finden. Oder die Reset-Taste. Wäre auch eine Alternative, funktioniert auch. So, ein bisschen tiefer müssen wir noch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich hatte jetzt echt erwartet, man könnte die Farbe der Blumen ändern.
So. Ah. Habe ich die falschen ausgewählt? Hier passt es nämlich. Wahrscheinlich habe ich den einzigen Blumentopf ausgewählt, bei dem es nicht passt. So. Macht aber nichts, sieht trotzdem nett aus. Hier kann man dann noch einen Brunnen platzieren. Kann ich da Wasser reinmachen? Nein, kann ich nicht. Was eigentlich schade ist. Hier machen wir doch noch eine kleine Bank daneben. Und ganz wichtig, ein Mülleimer. So. Hier können wir aber gerade mal ein bisschen Terrain tun. Na, nicht Pasta. So. Will ich nämlich einen kleinen Weg hinmachen. Genau. So. Quatsch. Nicht Pass. So. Dann schauen wir mal, was bringen wir denn da noch Schickes unter. Hier hatte ich mir überlegt, könnten wir noch ein bisschen... Hallo? Ein wenig Buschwerk hinmachen. So. Das ist doch ganz nett. Wo sind denn die kleinen Steinchen hin? So, den dann hier ein bisschen als Begrenzung von unserem vermeintlichen Weg. So. Schick. Das haben wir aber immer noch nichts, was wir da oben drauf gestellt hätten. Den können wir schön dahin machen. Blumen gehen immer.
Muss auch schon feststellen, die Auswahl ist riesig. Ach, das ist das Öfchen. Ne, das brauchen wir da oben nicht. Ich glaube, sonst lassen wir das erstmal so. Nein, kein Öfchen. Und schauen wir, was wir noch an Deko am Gebäude anbringen können. Lampenhammer. Aber da können wir noch zum Beispiel so ein schickes... Einmal, zweimal, ist ja schließlich Märchenbereich. Nö, die brauchen wir nicht. Wollte ich dahin, genau. Genau, so hatte ich das gedacht. Quasi als Art Kran. Passt. Gut. Hier könnten wir noch ein paar Fähnchen drauf machen. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. So, haben wir hier noch was? Science vielleicht etwas Interessantes. Fairy Tale Toilet sein. Schick, aber brauchen wir gerade nicht. Das passt da jetzt nicht hin. Achso, das ist venezianische Karussell. Nee, nicht so wirklich. Die könnten wir höchstens noch dahin machen. Statt des Fensters, genau. Die können wir da auch noch da dazwischen setzen. Ups. Hilfe, wo bin ich? So weit raus wollte ich nun auch nicht. So. Und dann. Ich würde sagen, unser Häuschen ist fertig. Und damit können wir auch die heutige Folge beenden. Und morgen bauen wir dann das nächste. Mal schauen, ob es eine Attraktion wird. Eigentlich könnten wir eine hier vorne in den Bereich reinmachen. Das Karussell zum Beispiel. Schauen wir mal. Und ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen.
In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.